Das ist ja ein Ding. Ich lese gerade, dass Harry Kane bei Bayern München circa 450.000 Euro in der Woche verdient. Was? Erstmal, der heißt nicht Harry Kane, das ist zwar ein Engländer und in England heißt er Harry Kane. Bei uns hier in Deutschland heißt er Harry Kane. So, das schon mal vorweg. Und der Harry Kane, den hat ja der Bayern Boss gekauft. Warum? Tore machen, siehst du? Und ich meine, 450.000 in der Woche ist ja für so einen Superstar ganz normal. Man muss ja überlegen, der wohnt in München. Wissen Sie, was da die Mieten kosten? Nebenkosten und das Ganze. Wenn er noch einen Parkplatz dabei hat oder Garage, ich will nicht wissen. Ne? Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er deswegen auch außerhalb wohnt, in Grünwald oder so, wo vielleicht was günstiger ist. Ne? Aber gut, dann muss er in die Stadt fahren, da braucht er ein Auto. Ne? Kommt er in die Stadt, nach Innenstadt, nach München? Parkhaus. Wissen Sie, was das kostet in München? Parkhaus eine Stunde oder 2 Stunden? Da geht er mal, das ist ein Vermögen. Und dann geht er vielleicht noch auf den Viktualienmarkt ein bisschen frisches Gemüse kaufen für Frau und Kind. Ne? Das kostet, das ist unglaublich. Ne? Naja, und ich meine, als Fußballstar bist du ja bekannt. Und wenn du da nicht richtige Klamotten anhast, also kannst du dich auch nicht sehen lassen. Also muss er Geld locker machen, muss zum Mooshammer gehen und gucken, dass er da was Vernünftiges zum Anziehen kriegt. Ne? Das ist natürlich für seine Frau die gleiche Situation. Die muss ja auch dann entsprechend gekleidet sein. Ne? Und die Kinder, 3 Kinder, ne? Die Nikita und so. Die Fahrerei, die man da hat, das kennt man ja alle. Ne? Also ich will mal so sagen. Und dann, da bleibt nicht viel. Ich meine, wo er dann in die Mannschaft gekommen ist, da musst du bestimmt noch einen ausgeben. Ne? Da kommst du auch nicht mit einem Bier über die Runden. Da musst du schon ein kleines Buffetchen machen. Und ein paar Leckerlis und ein Tröpfchen dabei, ein gutes. Ne? Also ich will mal so sagen. Ich will mal so sagen. Ich will mal so sagen. Ich selbst kann das aus eigener Erfahrung nachvollziehen, wie schnell das Geld voll ist. Da sind 450.000 in der Woche gar nichts. Ne? Gar nichts. Jetzt könnte jeder denken, ich wäre Fan von Bayern München. So ist es nicht. Ich bin ganz neutral. Ich bin total neutral. Ich sage das so, wie ich denke. Ne? Also, Harry Kane oder wie man ihn schon nennt, King Harry, der ist schon gut. Übrigens hat heute Prinz Charles, der ehemalige, jetzt King Charles III., hat heute am 14.11. seinen 75. Geburtstag. God save the King. Und King Kane passt alles wie gemalt. Ach so, ich muss mal weg.